Hallo liebe Oldtimer-Freunde und ich begrüße euch zu dem heutigen Video, das vielleicht ein bisschen anders ist als die anderen Videos. Ich möchte heute mal ein paar Sachen etwas ausführlicher zeigen, nicht immer nur so kurz im Abriss, als wenn es in 2 Sekunden erledigt ist, sondern einfach mal so ein bisschen deutlicher das machen, was in den bis jetzt abgeleisteten 1300 Stunden nur an Arbeit an der Karosserie passiert ist, wie die Arbeit vor sich geht und was die Jungs alles machen, damit der Wagen nachher wieder 100% im Blech dasteht und nicht mehr aus Spachtelmasse besteht. Und wir sehen hier ganz deutlich mal relativ kleinteilig, wie es aussehen kann, wenn man auch nur kleine Blechstücke nachdengelt, ja, und die entsprechend dann genau in der Form wiederhergestellt werden müssen, gerade an so kritischen Stellen wie vorne am Kotflügel, wie sie vorher das Werk verlassen haben. Und hier in dem ersten Part sieht man relativ deutlich, wie man mit einer Schablone arbeiten muss, wie man dann in Einzelschritten dann eben Metall dengeln muss. Im zweiten Schritt kommen wir jetzt zur Darstellung dessen, wenn das Blech gedengelt ist, ist es ja leider noch nicht verschweißt. Und man muss jetzt erstmal Schweißpunkte setzen, dann muss man entsprechend nachkorrigieren, wieder Schweißpunkte setzen. Hier sieht man jetzt, wie man mit vielen kleinen Magneten arbeitet und dann immer noch nachdengelt. Ja, wenn die ersten Schweißpunkte gesetzt ist, durch die Hitze verzieht sich natürlich das Blech und man muss mit jedem Schritt nacharbeiten. Und das kostet eine Menge Zeit. Und vor allen Dingen dann, wenn wir schwierige Bleche haben, wie man hier sieht, mit Sicken und Verbiegungen und Ecken und Kanten. Und dementsprechend ist das alles sehr viel mehr Aufwand. Und man muss halt jeden einzelnen kleinen Schritt immer wieder nachdengeln und versuchen, möglichst genau in die richtige Passform zu bringen.
Das Ganze passiert natürlich nicht nur auf der einen Seite. Wäre ja schön, wenn nur eine Seite rosten würde. Nein, auch auf der zweiten Seite müssen genau dieselben Bleche oder fast dieselben Bleche gesetzt werden. Auch hier an einer schwierigen Stelle, denn rundherum und den Kotflügel war alles weggerostet, inklusive der Innenbleche, wie wir uns an unseren Videos durchaus klar machen können, die wir vorher gedreht haben. Und es ist ja sehr schön, den Rost jetzt entfernt zu haben, aber man muss eben auch neue Bleche aufsetzen. Genau das machen wir hier gerade. Da werden jetzt die Magneten einzeln entfernt und dann punktiert, sodass wir hier entsprechend dann schon mal einige Schweißpunkte gesetzt haben, die dann nachgearbeitet werden müssen, wie eben auf der anderen Seite auch, sodass wieder neu ausgerichtet werden muss, dass sich kein Verzug bildet innerhalb des Bleches. Dann ist es halt Dünnblech und hier muss man eben darauf achten, dass man schön in der Linie bleibt, wenn man denn nachher ein gerades Bild haben möchte. So, und nachdem ein paar Heftpunkte gesetzt wurde, es grob ausgerichtet wurde, wird nun entsprechend feiner gearbeitet und genau versucht, die Rundungen und die Verkantungen entsprechend genau nachzudengeln bzw. so auszurichten, dass möglichst wenig Kanten entstehen. Und auch hier gilt wieder, je genauer ich jetzt hier natürlich in dieser Phase arbeite, umso weniger muss ich nachher nacharbeiten. Und jetzt haben wir die entsprechenden Schweißpunkte gesetzt. Und jetzt nimmt das Blech so langsam Form an, was sehr schön ist. Und wir sehen dann auch schon die ersten Ergebnisse. So, versucht man natürlich kräftig ranzudrücken, um den Spalt möglichst klein zu halten. Denn nachher ist die Ausrichtung des Bleches sonst einfach schief. Und hier muss man halt möglichst in der Phase jetzt noch nacharbeiten. So, und jetzt werden wir entsprechend anheften. Einhändig, ohne Schweißschirm natürlich nicht schlecht. Aber der Kollege scheint resistent zu sein gegen helle Lichtblitze. Und so setzt man einzelne Punkte nebeneinander und hat das Blech jetzt, denke ich mir, schon sauber angeheftet.
Wenn man die Sachen vorher sieht, will man es kaum glauben, aber irgendwann nimmt das Ganze Formen an. Hier sehen wir schon auf der rechten Seite, beziehungsweise hier jetzt aus der anderen Perspektive, aus der Fahrerseite, ist das schon recht weit gediehen. Jetzt sind wir gerade noch auf der Beifahrerseite und müssen da natürlich dieselben Sachen machen, wie wir es eben auf der Fahrerseite gesehen haben. So, das heißt, hier wird jetzt punktgenau angeheftet und versucht eben das Blech von vornherein dann auch so sauber auszurichten, dass man nachher nicht so viel Nacharbeiten hat. Und dann entsprechend sauber zu verschweißen. Auch hier wieder natürlich eine Menge Einzelarbeit, die dann immer wieder nachkorrigiert werden muss, wo immer wieder präpariert werden muss und versucht werden muss, möglichst wenig Fehler in dieser Phase zu machen, weil es sich nachher natürlich im Gesamtblech nur schwer korrigieren lässt. Ebenfalls darauf zu achten, dass natürlich das dünne Blech sich nicht verzieht. Ja, weil vorne sieht man leider nachher jede fehlerhafte Rundung und jede fehlerhafte Kante und die lässt sich nur durch eine Menge Spachtel sonst ausgleichen und das sähe dann schon wieder doof aus. Ja, und was sagen wir davon, so beiden Kotflügel? Ente gut, alles gut. Das sieht jetzt schon sehr schön aus. Und jetzt geht es natürlich um die Wurst, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn spätestens jetzt sollte der Scheinwerfer auch auf der Seite passen. Und ich bin mal ganz vorsichtig, zuversichtlich, dass das funktioniert. Ja. So, dann sieht das schon ganz schick aus und dann kann man es auch schon mal provisorisch befestigen. Soll ja jetzt erstmal nur halten, um einfach mal einen Eindruck zu gewinnen, ob es symmetrisch ist, ob die Bleche passgenau abschließen und ob da sauber gearbeitet wurde. Tja, wieder mal eine Schraube zu viel. Nein, glücklicherweise nicht, sondern die können wir relativ flott einpassen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, dass auch der zweite Scheinwerfer dann schon mal provisorisch befestigt ist. So, das Ganze ein bisschen gerade rücken, wie man es eben ausrichten muss, wenn das Fahrzeug dann komplett neu aufgebaut wird. So, dann sieht das Ganze schon sehr schön aus. Fühlt sich anscheinend auch gut an. Kanten sauber und jetzt erinnern wir uns, wie es vorher aussah, komplett weggerostet. Außenbleche, Innenbleche, komplett Rost. Und jetzt abracadabra, wenn die Haube zugeht, man meint fast einen 350er wieder zu erkennen. Da geht einem das Herz sofort auf und man hofft, dass es nicht mehr ganz so lange dauert. So, und hier haben wir natürlich noch ein paar Bleche, die man entsprechend dann drunter setzen kann. Beziehungsweise Chromzierrad, der glücklicherweise erhalten wurde. Und wieder mal sind wir der ganzen Sache einen Schritt näher gekommen und ja. Ich bin froh, dass wir jetzt hier vorne schon mal einen Schritt weiter sind und freue mich natürlich darauf, dass auch die anderen Teile noch gebaut werden. Aber da kommt noch eine Menge Arbeit auf die Jungs zu. Hier nochmal die Altteile. Für alle die, die überlegen, aus welchen Teilen das wohl bestanden hat. Das sind die Bleche,
die nachgeformt wurden. Und ich glaube, jeder, der schon mal Bleche gedengelt hat oder geschweißt hat, weiß, dass es sich hier nicht um einfache Formen handelt, die ich mal eben auf der Biegestation nachstelle. Und dementsprechend schauen wir uns hier nochmal das Gesamtergebnis an. Das ist jetzt reines Blech. Von den Spaltmaßen könnte sich der Chinese immer noch und der Amerikaner auch immer noch ein bisschen was abschneiden. Ja, ich glaube, hier sieht man und hier ahnt man dann eben auch, was nachher rauskommt. So, wenn ihr Spaß mit dem Video hattet, dann solltet ihr die Teile 2 und 3, die ich jetzt in nächster Zeit noch bringen werde, zu diesem Thema nicht verpassen. Da geht es dann entsprechend auch um das Seitenteil und das Bodenblech und weitere Horrorgeschichten rund um den Rost und wie wir ihn dann hoffentlich, genau wie hier, sauber beseitigen. Macht's gut, tschüss!